Herzlich willkommen zurück bei vor60hybrid.de. Das ist mir so auch noch nicht passiert, dass ich ein neues Auto schon nach einer Woche in die Waschanlage gefahren habe. Aber ich möchte ihn euch natürlich so gut wie irgend möglich präsentieren. Heute also ein Video zum Außendesign, zur Außenausstattung meines Audi e-tron. Das Fahrzeug ist ein sogenanntes Pool-Auto gewesen. Das heißt, der stand schon eine Weile in, ich weiß nicht, Ingolstadt, Brüssel, war vorproduziert. War also exakt so, wie er hier steht. Deswegen habe ich ihn relativ kurzfristig bekommen. Er hat einiges an Ausstattung, was ich so nicht bestellt hätte, aber was wir uns dann gemeinsam anschauen können. Und er hat ein paar Sachen, die ich anders bestellt hätte. Ich nenne es mal so. Aber prinzipiell kann ich damit leben. Wir beginnen mal mit dem Außendesign von vorne. Das ist für mich dann nämlich so alles andere als seine Sahneseite. Gar nicht mal, weil er nicht gut aussieht, sondern was mich stört ist, als das Auto rauskam, sah der e-tron eigen aus, auch von vorn. Und dann kamen die Facelifts von Q3, Q5, Q7, Q8. Ja, ich weiß, ein echter Audi-Fan kann die auseinanderhalten, aber mir ist es sehr häufig so gegangen, in der Entscheidungsphase zwischen Model X und ihm, dass mir dann auf der Autobahn Audis entgegenkamen und ich dachte, oh, guck mal, ein e-tron. Und dann war es ein Q3 oder ein facegelifteter Q5. Finde ich ein bisschen schade. Das hätte Audi besser machen können aus meiner Sicht. Ich weiß, Marken, Design, alles schön und gut. Aber er ist der erste seiner Art. Er sollte sich dann doch ein bisschen von den gewöhnlichen Verbrenner-Primitivlingen unterscheiden. Ist meine Meinung zumindest. Wie das geht, zeigt Porsche. Der Taycan ist eindeutig als Porsche zu erkennen, aber er ist auch eindeutig ein anderes Auto. Er zeigt, dass er ein anderes Auto ist. Also da hat aus meiner Sicht Audi ein bisschen gepennt oder den falschen Weg gewählt. Ich nenne es mal so. Ausstattungslinie ist ein sogenannter Advanced. Advanced erkennt man daran, dass er hier vorne und hinten die möchte gern Unterfahrschütze in Alu mattiert Look hat. Beim Base ist das schwarz. Was beim Advanced dann auch möglich ist, man kann das Advanced Selection, heißt das glaube ich, Paket bestellen. Da sind dann die zum Bauzeitpunkt des Autos, er ist im Februar ist er gebaut worden, größtmöglichen Scheinwerfer drin sind. Zweiter Kritikpunkt an dem Auto, ich habe hier die Audi Matrix LED Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung. Dynamische Lichtinszenierung, meine Frau sagt dazu, Wischblinker, hat auch jeder besser ausgestattete Golf heute. Und ich fürchte, ein vernünftig ausgestatteter Golf hat auch eine Funktion, die ihm fehlt. Als ich am ersten Donnerstag nach Hause kam, abends im Dunkeln, fahre ich bei uns vorne so eine 90-Grad-Kurve, wo keine Lampe ist. Dunkel, ich fahre um diese Kurve rum und denke, oh Gott, ich muss irgendwo das Kurvenlicht einschalten. Ja, dann gehe ich ins Menü, dann lese ich in Internetforen mit und was stelle ich fest? Diese Audi Matrix LED Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung. Die haben kein Kurvenlicht. Das fand ich dann schon sehr überraschend beim letzte 114.000 Euro Auto. Mit den größtmöglichen Scheinwerfern, dass sie kein Kurvenlicht haben im Jahr 2020. Also ich kann damit leben. Ich fahre relativ selten Passstraßen, also meine Kurvenwinkel, die gehen. Aber ich fand das schon sehr überraschend, dass er das nicht hat. Er hat jetzt den Vorteil, dadurch, dass er relativ gut ausgestattet ist, dass man ihn von vorne schon erkennt. Jedenfalls, wenn man sich ein bisschen mit Audi auskennt, da er die virtuellen Außenspiegel hat. Ich denke, zu denen mache ich euch nochmal ein gesondertes Video, logischerweise, wie das genau funktioniert und wie diese Bildschirme funktionieren. Da muss ich mich selber aber auch erst noch ein bisschen reinfuchsen. Er hat das für mich ganz wichtige Panoramaschiebedach. Panorama kann ich darauf verzichten, aber Schiebedach ist ganz wichtig. Ich bin ihn auch in letzter Zeit schon sehr häufig mit gekipptem oder offenem Dach gefahren. War, hatte ich auch schon mal gesagt, für mich durchaus eines der schlagenden Argumente für ihn gegen das Tesla Model X. Die Farbe ist Galaxis Blau Metallic. Das ist die Farbe, die auch bei den ganzen oder bei vielen der ersten Pressefahrzeuge, ich glaube die Edition One hat auch diese Farbe. Das ist ein
ja, Perleffekt, der so ein bisschen cyanmäßig blau-grün ist. Also eigentlich ganz nett. Wenn ich einen bestellt hätte, hätte ich ihn in Navara Blau bestellt. Mir war es halt wichtig, diesmal kein Schwarz, kein Silber, kein Grau, kein Weiß, sondern endlich mal wieder ein Auto mit Farbe. Erfüllter. Ich muss sagen, als ich im Audi Zentrum Essen mir einen e-tron angeschaut habe, der auch Galaxis Blau war, das gefiel mir nicht so. Da in dem Ausstellungsraum, ich weiß nicht, ob die andere Lampen haben oder woran es gelegen hat, aber jetzt so live am eigenen Auto draußen im Tageslicht gefällt er mir eigentlich recht gut in diesem Blau. Soweit also erstmal jetzt von vorne. Wir setzen jetzt mal um und wir schauen uns gemeinsam dann die Seitenansicht des Audi e-tron an. Ist aus meiner Sicht auch die deutlich hübschere. Jetzt haben wir also die Seitenlinie, die gefällt mir beim Audi e-tron, muss ich gestehen, ausgesprochen gut. Er hat eine eher, ja, ich sag mal, eine Kombiform, denn eine echte, in Anführungsstrichen, SUV-Form. Kombiform im Sinne von, dass das Heck auch etwas schräger abfällt. Er ist nicht ganz so hoch wie ein klassisches SUV. Er hat zu meinem XC90 ist er 10 cm niedriger. Das gibt ihm einfach ja, nicht ganz so auffällige Optik, ich nenne es mal so. Natürlich für die klassischen SUV-Hasser ist auch der viel zu groß und zu auffällig und zu brutal. Ich finde eigentlich, dass gerade so die Seitenlinie doch seine Sahneseite ist. Ich nenne es mal so. Das Ganze hat natürlich auch einen ziemlichen Nachteil. Da werden wir mit Sicherheit auch noch mal drüber reden. Der Laderaum von dem Auto ist für seine Größe ein schlechter Witz. Kann ihn nicht anders bezeichnen. Ist aber auch schon immer eine Audi-Krankheit in Anführungsstrichen gewesen. Ich bin früher auch viel Audi A6 gefahren. Und wenn ich dann mal zum Vergleich eine E-Klasse-Kombi gemietet hatte, ja, es gab mal einen Werbespruch von Audi: Schöne Kombis heißen Avant. Da kommt das vielleicht auch so ein bisschen durch. Es gibt da halt andere Prioritäten offensichtlich bei Audi. Eine gute Laderaumnutzung gehört nicht dazu. Dafür, wie gesagt, also mir gefällt er optisch ausgesprochen gut. Was man dann hier sieht, ist eine der Geschichten, die ich so nicht bestellt hätte. Er hat nämlich diese riesengroßen 21 Zoll Räder da drauf. Die kosten natürlich massiv Reichweite. Und die werde ich auch kurzfristig dann ersetzen durch 19 Zöller. Reichweitenverlust, ich verlinke euch das am besten auch nochmal, hatte ich schon mal ein Video zu gemacht zu den WLTP-Reichweiten, kommt aus zwei Gründen. Zum einen ist es eine 265er Breite, während die anderen die 19er in 255 sind. Und das zweite ist natürlich auch, dass die ungefederte Masse viel größer ist. Ja, wenn ihr 19 Zoll Rad habt, ist das natürlich im Endeffekt, hat es den gleichen Durchmesser. Aber es ist ja viel mehr Reifen, das heißt viel mehr Luft in so einem 19 Zöller als hier in den 21 Zöllern, wo hier nur so ein bisschen Luft ist und hier ist ganz viel Metall. Da kann man noch so viel versuchen, mit Schmiederädern irgendwas leichter zu werden. Die ungefederte Masse, das Gewicht dieser Räder ist einfach viel, viel höher als das der 19er. Und dazu kommt noch, dass es die 19er auch mit einem Rollwiderstandslabel A gibt. Rollwiderstandslabel A ist natürlich erheblich besser als die, die haben, glaube ich, B oder C. Also das macht definitiv was aus. Ich werde es auch definitiv ausprobieren. Das heißt, ich werde mir die 19er Aeros oder vielleicht auch andere 19 Zöller kaufen. Werde die dann wahrscheinlich in die Ecke legen. Vielleicht fahre ich euch aber auch nächstes Jahr auch noch ein paar Versuche. Muss ich mal schauen. Also das wäre was, was ich auf keinen Fall bestellt hätte. Er hat es halt, kann ich mit leben. Momentan geht es mit dem Verbrauch auch noch so halbwegs. Was er hat, was ich auch auf jeden Fall bestellt hätte, ist der zweite Ladeanschluss rechts. Das finde ich nämlich super praktisch, dass man auf beiden Seiten laden kann, je nachdem, wo man steht. Gerade wenn an Straßen Querparkboxen sind und da sind Ladesäulen, dann war es mit dem XC90, der nur links eine hat, dann schon hin und wieder mal so, dass man dann erst einmal ums Auto irgendwie das Kabel rumlegen musste und dann steht das dann raus auf die Straße. Das ist natürlich nicht so praktisch. Also da finde ich das hier deutlich besser gelöst, dass man zwei haben kann. Was man hier auch sieht, ich habe das ganz normale Advanced
Glanzpaket heißt das, glaube ich. Das heißt, es ist nicht schwarz. Weder der Grill noch die Türverkleidungen sind schwarz. Auch die Reling, die auch Teil des Advanced Selection Paketes ist, ist in Alu, nicht in schwarz. Gott sei Dank, gefällt mir nämlich viel, viel besser. Gibt dem Auto eine gewisse Eleganz. Er ist kein Sportwagen, ich muss nichts schwarz-sportliches da erzeugen wollen optisch. Für mich ist er eher ein eleganter Reisewagen und da passt dieses, ja, was ist das, soll ein gebürstetes Aluminium darstellen. Ist es vielleicht sogar auch, ja, kann sogar sein. Gefällt mir da deutlich besser. Was ich auch nicht habe, ich hoffe, das kann man jetzt gut sehen, je nachdem, wie das Licht einspiegelt, ist, ich habe hinten nicht die schwarz getönten Scheiben. Ich nenne das immer Pornoscheiben. Ist so eine persönliche Aversion von mir, muss ich gestehen. Für mich muss ein Auto entweder alle Scheiben gedunkelt haben, was in Deutschland nicht zulässig ist, was nur bei den Amis geht, oder gar keine. Ist bei mir persönlicher Geschmack. Also da war ich auch herzlich froh. Wahrscheinlich hätte ich ihn nicht mal genommen, wenn er diese Scheiben gehabt hätte. Klingt albern. Ist aber so, ist für mich definitiv ein No-Go. Das Einzige, was ich noch machen werde, ich werde für hinten, für die Heckklappe, da werde ich mir so eine schwarze Einlage besorgen, da das einfach nicht so viel in den Kofferraum reinstrahlt, wenn Sonne da ist. Ja, ansonsten Seitenansicht, denke ich, haben wir jetzt soweit alles besprochen. Was man ja nicht sieht, ist, dass er die Akustikverglasung seitlich hat. Das hatte ich ja in den Fahrversuchen auch schon gesagt, dass mir das ein bisschen ja, komisch vorkam, ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man halt hörte, wenn man an einem LKW vorbeifuhr, dass die Scheibe vorne Akustikglas hat und seitlich nicht. Das ist jetzt bei ihm weniger, definitiv. Natürlich ist da ein bisschen kontraproduktiv. Ich werde mir auch ein bisschen Geräusch übers Schiebedach wieder reinholen. Einen Tod muss man sterben, wie das so schön heißt. Ja, das jetzt zur Mitte des Autos oder zur Seite des Autos. Ich drehe ihn euch jetzt noch mal rum und dann gucken wir ihn uns auch noch mal von hinten an. Fahrzeugheck gefällt mir auch ganz gut, ist aber auch wieder was ich jetzt ein bisschen schade finde, was Audi da gemacht hat. Der e-tron war ja der erste, der hier diese durchgehende Lichtleiste hat. Das heißt, wenn das Licht an ist, dann ist hier hinten einmal komplett eine Leiste durch beleuchtet. War er der Erste, der das hat. Er blieb aber nicht der Einzige, der das hat. Inzwischen, wenn ich es richtig gesehen habe, hat es auch der Audi Q8. Also auch hier wird wieder aus meiner Sicht das Potenzial verschenkt, ihn von anderen Markenkollegen abzugrenzen, um zu zeigen, er ist halt etwas Besonderes. Ja, mag jetzt mein persönlicher Geschmack sein, dass man das Auto besser hätte differenzieren sollen, aber sie haben es nicht getan, von daher muss ich damit leben. Ansonsten gefällt er mir von hinten auch recht gut, aber ein Auto von hinten ist aus meiner Sicht auch selten irgendwie was Besonderes. Was mir jetzt schon aufgefallen ist, ich hatte ja gesagt, ich habe ihn euch extra jetzt einmal durch die Waschanlage gejagt. Hat das gleiche Problem, das ich auch beim Volvo habe, durch diese Dachspoiler, die hier hinten die Autos heutzutage haben, bleibt er dann da oben verschmutzt. Müsste ich theoretisch dann selber waschen. Gestehe, das ist jetzt nicht so mein Fall, Autos zu putzen. Vielleicht werde ich es mal machen, aber jetzt noch nicht nach der ersten Woche. Hier hinten sieht man dann auch, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, also auch hier ist dieser Alu-Look, den man dann durch das Advanced-Paket erhält. Und was meiner hat, und das ist was, wo ich am meisten mit dem Auto momentan hadere. Er hat die Anhängerkupplung, das ist schön, das brauche ich auch. Und das war ja auch eines der Entscheidungskriterien für den e-tron und gegen andere E-Autos. Aber ja, das ist jetzt definitiv zurück in ein längst vergangenes Jahrhundert, denn er hat so eine blöde Steckanhängerkupplung, wo man also hier unten so einen Deckel erst abnehmen muss, dann muss man die aus dem Kofferraum rausholen, man muss sie von Hand spannen, ich mache euch da nochmal ein eigenes Video am besten zu, muss sie dann da unten reinfummeln, also man fängt jetzt wieder an, hier unten sich eine Plastiktüte hinzulegen, damit man sich die Hose nicht einsaut, man muss die Handschuhe anziehen. Nee, also bei einem Auto für 114.000 Euro,
Audi, ich habe keine Ahnung, was ihr euch dabei gedacht habt. Das geht so aus meiner Sicht überhaupt nicht. Wenn man das einmal gewohnt ist, wie es beim Volvo hatte, Knöpfchen drücken, fällt raus, der ist noch nicht mal voll elektrisch, die fällt raus und dann muss man es halt einmal hochziehen, fertig, gut ist. Dann ist sowas hier ganz schrecklich. Und ja, ich weiß, jetzt könnte jemand argumentieren, geht aber nicht wegen Elektrik und Akku und hast du nicht gesehen. Der EQC hat eine elektrisch ausschwenkbare Anhängerkupplung. Also ich habe sie, ich brauche sie, ich werde sie mehrfach verfluchen. Weil die auch noch so einen neuen Verriegelungsmechanismus hat, der einfach dazu führt, dass einem das Ding dann unten auf den Boden knallt. Und ihr seht, hier ist Schotter. Also die sieht jetzt schon nach dreimal Benutzen aus wie die Sau. Aber ich komme halt nicht drum rum und es gibt den nicht mit einer vernünftigen Anhängerkupplung. Also muss ich damit leben. Ansonsten sieht man hier, er hat die Schriftzüge noch drauf. Es ist also ein 55 Quattro, 55 größer Akku, auch wenn er schon im Februar gebaut ist. Er hat dann auch schon den 86 Kilowattstunden Akku. Ja, also das soweit jetzt mal zur Außenansicht des Autos. Mir gefällt er. Ich denke mal, das ist die Kernaussage des Ganzen. Es gibt so ein paar Schwachpunkte, die ich nicht so toll finde. Aber overall, tolles Auto, sieht gut aus, fährt auch gut trotz der 21 Zöller, kommen aber auch noch diverse Videos zu. Deswegen auch dran denken, gell? Kanal abonnieren, dann kriegt ihr noch ein paar mehr Geschichten mit mir und, wie meine Frau ihn getauft hat, meinem blauen Bomber mit. Das war's jetzt für heute. Euer Stefan Lenz.